Erdmute von Alternativ und ich lebe seit 2015, seit Sommer 2015 ohne Müll. Oder versuche, so weit wie möglich ohne Müll zu leben. Inzwischen habe ich das reduziert auf etwa ein Gläschen pro Monat, was ich an Müll noch habe, aber weitestgehend lebe ich ohne Müll. Ich versuche, müllfrei zu leben, weil ich denke, dass es für die Umwelt und für uns Menschen wichtig ist, dass wir den Müll reduzieren. Dann ist es auch sehr wichtig, dass wir auf sehr viele Giftstoffe, die in dem Müll sind, verzichten. Dadurch tun wir uns was Gutes, der Umwelt was Gutes und natürlich der ganzen Erde und unserer Zukunft was Gutes. Müll zu vermeiden ist eigentlich nicht aufwendig. Man muss sich nur am Anfang wirklich mal fragen, wo hat man den meisten Müll? Und wie kann man ihn zumindest reduzieren? Denn das Reduzieren von Müll ist wirklich kein Problem. Und dann kommt man vielleicht, so war das bei mir, in so ein immer mehr reduzieren, bis man am Ende bei so einem kleinen Gläschen Müll ist. Gute Seiten, die bei Alternativ bei mir zur Geltung kommen, sind meine Motivation. Dass ich auf jeden Fall etwas durchziehe, was ich gerne mache, was mir sehr wichtig ist. Und dass ich andere Menschen davon überzeugen kann, dass es gar nicht so schlecht ist und gar nicht so schwierig, wie es am Anfang klingt. Ich finde, andere Menschen reagieren durchweg positiv. Man hat natürlich ab und zu mal Leute, die sagen, ja, das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein oder das geht doch gar nicht, ist viel zu zeitaufwendig, kostet furchtbar viel Geld. Aber tatsächlich spare ich Geld und Zeit in meinem Leben, das kann ich den Leuten auch vermitteln. Und die meisten reagieren wirklich sehr positiv und sagen, ah, wie machst du das, fragen nach und kommen dann das nächste Mal auch mit ihrer eigenen Vespa-Dose, wenn ich sie sehe, und sagen, guck mal, ich habe jetzt diesmal auch die Alufolie weggelassen. Und das ist schön zu sehen, dass die tatsächlich auch drüber nachdenken und auch eigene Sachen umsetzen. Grenzen gibt es eigentlich keine. Man kann das wirklich ja so weit fortführen, bis man wirklich überhaupt keinen Müll mehr hat. Das ist natürlich das Ziel auch. Und es gibt nichts, wofür wir noch keine Alternative gefunden haben. Denn viele Dinge, die man natürlich verpackt kaufen möchte, gibt es auch unverpackt. Oder man findet Alternativen, die man selber machen kann. Wie zum Beispiel bei Zahnpasta, die man ja nicht unverpackt bekommt, obwohl es gibt inzwischen Zahnpasta-Tabletten. Schon wieder etwas, was es gibt. Dann gibt es natürlich, wenn man jetzt Fan ist, sage ich mal, von einem bestimmten Schokoriegel, auf den man auf keinen Fall verzichten kann, dann findet man vielleicht keine Alternative. Dann findet man vielleicht nicht so schnell etwas, was unverpackt ist. Aber sonst würde ich sagen, findet man auf jeden Fall für alles etwas. Und wenn man den Schokoriegel dann doch unbedingt essen will, dann hat man wenigstens nur noch ein Papierchen und nicht mehr den ganzen Berg. Ich mache besonders gerne selbst meine Zahnpasta und mein Deo, weil das für mich Produkte sind, die ich täglich brauche. Und wenn ich sie selbst herstelle, weiß ich genau, was drin ist. Und ich weiß, wo sie herkommen, aus meiner Küche nämlich. Und außerdem geht es furchtbar schnell. Und die Zahnpasta besteht nur aus Natron und Kokosöl, manchmal mit einem Tropfen Spearmint oder Zimtöl darin. Und das Deo besteht aus Speisestärke, Kokosöl, Shea Butter und dann sind auch noch ein paar Tropfen ätherische Öle drin. Da kann ich immer variieren, was auch sehr toll ist. Wenn jeder ein bisschen macht, haben wir in der Gemeinschaft schon unglaublich viel getan. Wenn jeder zum Beispiel statt der Plastiktüte im Supermarkt einen Jutebeutel nimmt oder seine eigene Wasserflasche auffüllt, anstatt immer wieder eine Plastikflasche zu kaufen, hilft uns das, hilft dem Planeten das und sowieso der Allgemeinheit. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, was ich rüberbringen möchte.